Herzlich willkommen im Münsterland. In dieser Episode geht es mir um etwas, das jeden angeht, der ein E-Auto hat oder sich dafür interessiert. Um die Tricks und Kniffe des Ladens. Ich selbst fahre seit mehr als 2 Jahren nur noch mit E-Autos. Dabei habe ich Erfahrungen gemacht, gerade zum Thema Laden, von denen ich euch heute erzählen möchte. 4 Themen sind mir besonders aufgefallen, denn sie werden ja auch in den Medien immer wieder thematisiert. Erstens, die Batteriekapazität und die Reichweite fürs Fahren bis zum nächsten Laden müssen. Zweitens, das Laden selbst, das mit Wechselstrom oder mit Gleichstrom geschieht. Drittens, der Umgang mit den Ladekarten verschiedener Anbieter. Sowie viertens, die Vorteile des entspannten Reisens, nicht nur mit diesem Event hier. Ein wichtiger Aspekt ist immer die Batteriekapazität und die damit verbundene Reichweite. Das Event hier hat eine Batteriekapazität von 82 Kilowattstunden, was für mich im Alltag für etwa 420 Kilometer reicht. Tatsächlich entsprechen meine Verbrauchswerte damit den WLTP-Angaben, die man heutzutage den Autos mitgibt. Diese Reichweite hängt aber auch von den äußeren Bedingungen ab, wie dem Wetter oder der Nutzung von Klimaanlage und Heizung, sowie von meiner Fahrweise. Wenn ich sparsam fahre durch vorausschauendes Bremsen und weniger starkes Beschleunigen, lässt sich die Reichweite deutlich optimieren. Für meine Tagesausflüge ist die Reichweite mehr als ausreichend. Bei längeren Fahrten ist eine gute Planung entscheidend, denn es hat sich als gut erwiesen, immer nicht nur eine Nachlademöglichkeit irgendwo in den Blick zu nehmen, sondern auch schon mal zu wissen, welche es noch in erreichbarer Nähe gäbe. Dennoch empfinde ich das Reichweitenthema als weniger einschränkend, als ich anfangs dachte. Jetzt baue ich erst einmal draußen vor dem Eventchen aus dessen Möbeln das gemütliche Wohnzimmer auf, denn der Wohnzimmertisch ist so schön groß. Den brauche ich gleich für den nächsten Punkt, das Laden mit Wechselstrom und Gleichstrom. Beim Laden gibt es 2 unterschiedliche Optionen. Das Laden mit Wechselstrom, AC, und das Schnellladen mit Gleichstrom, DC. Beginnen wir mit dem Wechselstrom. Wer von euch einen Plug-in-Hybriden fährt, kennt dieses Gerät vermutlich auch. Ich nenne es gern Ladeziegel. Denn die Elektronik des Ladegeräts hat so die Form eines Ziegelsteins. Mit dem Ladeziegel kann man zum Beispiel in der Garage sein E-Auto laden, auch dieses hier, ganz einfach an einer normalen 230 Volt Schokosteckdose. 10 Ampere können damit genutzt werden, das entspricht einer Leistungsaufnahme von 2,3 Kilowattstunden. Diesen Ladeziegel kann man sogar von 10 auf 16 Ampere umschalten, dann liefert er 3,7 Kilowattstunden, aber das geht natürlich nur an einer einzelnen gut abgesicherten Steckdose. Zu Hause hat mir der Vermieter eine eigene Wallbox, wie man das nennt, an der Hauswand genehmigt. Daraus lade ich mit 3-phasig genutztem Wechselstrom, wobei die Leistung bei privaten Wallboxen auf 11 Kilowattstunden begrenzt ist, also auf die Möglichkeiten, die der normale Haushalt auch leisten kann. Und dort wie auch unterwegs nutze ich am liebsten dieses Spiralkabel, weil es nicht einfach auf den Boden fällt und somit weniger schmutzig wird. Ladestationen in den Ortschaften bieten ebenfalls meistens Wechselstrom an. Häufig stehen dort ebenfalls nur 11 Kilowattstunden zur Verfügung. Manche bieten auch die doppelte Strommenge pro Stunde, nämlich 22 Kilowattstunden. Davon hat man aber nur etwas, wenn auch das Fahrzeug die 22 Kilowattstunden Wechselstrom verarbeiten kann. Immerhin muss jedes E-Auto einen zum Laden vorgesehenen Wechselstrom umwandeln in den Gleichstrom für den Fahrakku, auch Batterie genannt. Mein Event hier rollt ja auf Basis des Volkswagen ID.Buzz und diese Fahrzeuge verarbeiten lediglich 11 Kilowattstunden. Hat eine Ladestation 22 Kilowattstunden zu bieten, reduziert das Fahrzeug seinen Strombezug auf die Hälfte auf 11 Kilowattstunden. Daheim kann ich also mit 11 Kilowattstunden Wechselstrom laden. Das dauert je nach Akkustand mehrere Stunden, was für das Laden über Nacht ideal ist.
Ich finde den Komfort besonders praktisch. Das Auto einfach daheim anschließen und am nächsten Morgen voll aufgeladen wieder losfahren zu können. Lass uns das alles mal eben rechnerisch durchspielen. Wir haben hier den Ladeziegel mit 2,3 Kilowattstunden im Blick. Gegebenenfalls wäre er auf 3,7 umschaltbar. Mein Fahrakku im Eventje hat eine Kapazität von 80 kWh. Und wenn nur noch zu 10% Ladung vorhanden sind, wie lange brauchen die Wechselstromlösungen für daheim dann bis zum Laden auf 80%? Um auf 80% zu kommen, müsste ich von 8 auf 64 kWh hochladen, also sind 56 kWh aufzufüllen. Dieser Ladeziegel an der Schokosteckdose mit seinen 2,3 kWh bräuchte dazu satte 24 Stunden. Auf 16 Ampere umgeschaltet schafft er es mit 3,7 kWh immerhin in nur 15 Stunden. Deutlich schneller geht's dann doch an der Wallbox mit ihren 11 Kilowattstunden. In genau 5 Stunden sind die batterieschonenden 80% wieder erreicht. Unterwegs möchte man natürlich schneller laden und nicht stundenlang warten müssen. Dafür gibt es die Gleichstrom-Ladestationen mit 50 bis zu 300 Kilowatt Leistung. Schaufelt mir eine Schnellladestation nach gemittelt 90 kWh ins Eventje, ist der Camper nach einer guten halben Stunde wieder für 340 Kilometer fahrbereit. Schauen wir uns mal eben kurz an, wie denn die Ladeverbindungen am Fahrzeug aussehen. Für Wechselstromladen werden diese sogenannten Typ 2 Verbindungen angeschlossen. Die enthaltenen zahlreichen Anschlusspole dienen sowohl zur Stromladung selbst, als auch zum Übermitteln von Daten für die Ladesteuerung. Schließlich muss das stromliefernde Gerät, also der Ladeziegel oder die Wallbox oder die kommunale Ladestation, irgendwie erfahren, was dieses Fahrzeug gerade benötigt und verträgt. Beim Gleichstromladen, also dem Schnellladen, wird ein sogenannter CCS-Anschluss aufgesteckt. Er erweitert den runden Bereich für Typ 2, für das Wechselstromladen, um diese beiden Pole darunter für das Gleichstromladen. Wechselstrom wird dabei nicht auch noch geliefert, aber die eben beschriebenen Anschlüsse zur Datenübermittlung und Ladesteuerung werden ja auch beim Gleichstromladen benötigt. Insofern enthält dieser eine Anschluss des Eventje alles, was man zum Laden braucht. Übrigens ist dieses Fahrzeug auch fürs künftige bidirektionale Laden geeignet, doch so weit sind wir ja noch nicht. Das spare ich mir für später auf. Zurück zum Tisch. Da dürft ihr mir mal so richtig gleich in die Karten schauen, in die Ladekarten. Ein Aspekt, der am Anfang für mich eine kleine Herausforderung darstellte, war der Umgang mit den verschiedenen Ladekarten und den dazugehörigen Anbietern. Es gibt viele Anbieter auf dem Markt und nicht jede Ladekarte funktioniert an jeder Station. Also habe ich mir inzwischen ein ganzes Ladekartenspiel zusammengestellt, natürlich auch noch jeweils eine App dazu. Eine hilfreiche Übersichts-App, ChargePrice, hilft mir vor jeder Tour herauszufinden, wo ich zu welchem Preis mit welchem der Anbieter am besten laden sollte. Das fand ich anfangs etwas mühsam, aber mit der Zeit ist es zur Routine geworden und man findet sich gut zurecht. Absurd ist das Ladekartengekasper in Deutschland und auch in den Nachbarländern schon. Wer seinen Verbrenner zur nächsten Tanke fährt, muss ja auch nicht eine spezielle Tankkarte haben, sondern zahlt meist entweder bar oder per Kreditkarte. Basta! Soweit ist die E-Auto-Welt in Europa aber noch nicht. Das wäre ja zu einfach. Das Absurdeste, was ich zum Thema Ladekarten euch nicht vorenthalten möchte, war das erste Laden meines neuen Eventjes im September bei Aral Pulse in Espelkamp. Das ist die Karte, Zusammenspiel mit dem ADAC. 27 Kilowattstunden für 14 Euro. Kurz zuvor hatte sich unser ADAC für die Zusammenarbeit mit Aral entschieden und ihren BW hinter sich gelassen. Und was ist nun absurd daran? Nun, dass es mit der Aral Pulse App nicht möglich war, die 14 Euro von der hinterlegten Kreditkarte dem Spritkonzern zu übereignen. Seit mehr als einem Monat nicht möglich. Warum?
Bei der Zahlungsabwicklung übermittelt diese schrottige App nicht die 14 Euro Ladegebühr, sondern beharrlich immer nur die nächste Position, andere Gebühren, also 0 Euro. Und schwupp, schon 30 Mal versucht. Dreimal den Support angerufen, in der Website ein Helpticket losgelassen. Die tun einfach nichts. Also, lieber ADAC und all ihr Lieben, Finger weg von der Aralpuls-App. Meine ADAC Aralpuls-Ladekarte ist seither gesperrt. Ich kann damit nicht mehr laden. Seit mehr als einem Monat hat Aralpuls das nicht behoben. Die tun einfach nichts. So schlau wie die Konkurrenz vom anderen Spritkonzern Shell ist Aral halt nicht. Wenn bei Shell die hinterlegte Kreditkarte nicht zum Tilgen der Bezahlschuld hilft, schicken sie brav eine Rechnung per E-Mail, die man überweisen kann. Shell sperrt dann also nicht einfach mal eben die Ladekarte. Ein großer Vorteil, den ich am E-Auto seit Beginn schätze, ist das insgesamt entspanntere Fahrerlebnis. Das Fahrzeug ist extrem leise, da kein Motorlärm vorhanden ist. Das macht lange Fahrten viel angenehmer. Man kann sich besser konzentrieren und ermüdet weniger schnell. Dazu kommen die modernen Assistenzsysteme, die inzwischen sehr ausgefeilt sind. Der adaptive Tempomat zum Beispiel sorgt dafür, dass ich bei längeren Fahrten auf der Autobahn oder im Stau nicht ständig beschleunigen und bremsen muss. Im Stop-and-Go-Verkehr folgt das Auto dem vorausfahrenden Fahrzeug automatisch. Und das reduziert den Stress erheblich. Das Reisen fühlt sich entspannter an, da ein E-Auto mit seiner unmittelbaren Beschleunigung und dem gleichmäßigen Antrieb sehr ruhig und kontrolliert fährt. Dadurch hat man das Gefühl, entschleunigt unterwegs zu sein und die Fahrt selbst mehr zu genießen, statt sie nur hinter sich bringen zu wollen. Nun hoffe ich, dass ihr von den Einblicken des heutigen Videos gut was mitnehmen konntet. Ihr habt erfahren, was es mit der Reichweite eines solchen Autos auf sich hat. Ihr kennt nun die Unterschiede des Ladens mit Wechselstrom und mit Gleichstrom. Ihr wisst, dass man derzeit noch immer mit unterschiedlichen Ladekarten und mobilen Apps zu tun hat, wenn man kostengünstig unterwegs sein will und nachladen will. Und ihr habt wohl auch mitbekommen, dass man dieses bisschen Gewese zugunsten des Erholungsfaktors eines elektrischen Autos, besonders dieses Eventchen natürlich, gern in Kauf nehmen kann. So, eben mal wieder nachladen und bei 80% wird der Vorgang automatisch beendet. Apropos Ende, danke fürs Dabeisein und für eure Treue auf diesem Kanal. Beim nächsten Mal tauchen wir selbstverständlich erneut ein in das Reisen mit dem Eventchen. Also, macht's gut und bis dahin.